Bonsoir. Je m'appelle Jacqueline. Jacqueline Dark. Und ich habe einen großen Traum. Denkt man nicht, ne? Weil man denkt, Englisch ist so eng anliegend. Aber eigentlich nicht schlecht. No. Gestreift. Wenn ihr jetzt den Eindruck habt, ihr seht das Testbild, das ist nicht richtig. Also habe ich mir besorgt, das Kleid. No. Also ich weiß nicht, ich würde es nicht auf der Bühne tragen, aber ich finde, och, ist ganz niedlich. So, man fühlt sich so ein bisschen angezogen und gleichzeitig anziehend. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich wollte ja nicht über Klamotten reden. Wobei, ich rede eigentlich ganz gerne über Klamotten. Wenn ich genauer drüber nachdenke, ich habe auch gerne welche an. Ich war ja jetzt heute zum zweiten Mal im Gesangsunterricht. Und boah, so ganz allmählich habe ich so das Gefühl, das könnte tatsächlich was werden. No? Also vielleicht nicht als, ich weiß nicht, super Karriere, aber so für den Hausgebrauch auf alle Fälle. Ne? Weil ich habe die Melodie heute wieder getroffen, ne? Also dieselbe. Also ich meine, mit Absicht, das ist der Hammer. Ah, das freut mich sehr. Ne? Und ich habe auch jetzt ein Lied, ich würde es mal ganz kurz für euch. Weil das habe ich vor langer Zeit mal, ich singe mal die erste Strophe, einfach nur mal so als Test. Mal gucken, ob es klappt. Zittert mit mir. Aurora saß in ihrem Garten mit einer Weißwurst in der Hand. Sie tat auf den Geliebten warten mit einer Weißwurst in der Hand. Weißwürste also, ja? Also beim Gedanken an Weißwürste kriege ich persönlich, ich kriege das kalte Zittern, weil, ich weiß nicht, ich mag sie nicht, die Weißwurst. Das liegt wahrscheinlich an einem frühkindlichen Trauma. Der Liebste kam nicht in den Garten mit einer Weißwurst in der Hand. Als ich 3 oder 4 Jahre alt war, hatten meine Eltern einen Lebensmittelladen und da ist ihnen ein halber Zentner, also 25 Kilo Weißwürste, sind übrig geblieben. Die mussten weg. Er ließ das arme Mädel warten mit einer Weißwurst in der Hand. Bis dahin habe ich schon mal geübt. Also, ist ja mal ein Anfang. Also Weißwürste und ich, wir sind einfach nicht beste Freunde. Was mich noch interessieren würde, was sind eigentlich Herausforderungen für euch? Na, oder Träume? Oder Abenteuer? Na, irgendwie haben diese drei Worte was miteinander gemeinsam. Je länger ich die Arbeit mache, desto klarer wird mir die drei Sachen. Sind nicht so unterschiedlich. Also was ist für euch eine Herausforderung, ein Abenteuer oder ein Traum? Und seid ihr dabei, ihn zu verwirklichen? Oder seid ihr dabei, drumherum zu schleichen? Würde mich interessieren. Bis dann.